So, da bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen Infovideo. Ihr habt schon am Titel gesehen, es geht um den netten Prowler. Wo finden wir den netten Herrn? Natürlich im Battle Pass. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Ihr seht es unten rechts. Es dauert noch 29 Tage, bis er überhaupt verfügbar ist. Aber es gehen natürlich wieder Gameplays rum und hast du nicht gesehen, dass die Leute den angeblich schon freigeschaltet haben? Da sage ich ganz klar, nein, haben sie nicht. Sie können den Skin spielen, ganz einfach, klar, mit Skin Changer ist natürlich nicht erlaubt das Ganze. Ich glaube, ich könnte es spielen, wenn ich das Ganze in Custom Games machen würde, aber das wäre mir viel zu gefährlich, da einen Bann zu kassieren. Also wenn ihr da irgendwie eine Softwareangebot oder sonst was seht unter irgendeinem Video, lasst die Finger davon weg. Nämlich ganz einfach, euer Account wird einfach gebannt, wenn ihr quasi gemeldet werdet in öffentlichen Runden. Ist schon immer öfters vorgekommen, dass irgendein Skin aufgetaucht ist, die Leute haben denjenigen gemeldet, das wird überprüft und dann wird der Skin halt, also nicht der Skin wird gelöscht, sondern der ganze Account wird einfach gebannt, weil es einfach nicht erlaubt ist, irgendwie Gameplay davon überhaupt eigentlich hochzuladen, weil es soll natürlich was Besonderes sein für Epic Games selber, wenn sie das Ganze öffentlich machen und das Ganze auch ins Spiel reinlassen. Deshalb, ich bitte euch nur drum, lasst die ganzen Cheat-Geschichten und Skin-Changer und alles, lasst den Kram einfach sein. Denn wundert euch nicht, wenn euer Account weg ist und wir wissen alle, jeder hat schon den ein oder anderen Euro in das Spiel reingesteckt, von daher lasst es einfach sein. Das wollte ich euch nur so als kleine Info geben. Ist genauso wie die anderen Skins, die noch alle so rumkursieren, das ist ja der eine. Dann, was haben wir noch? Die Bonusbelohnungen, die sind auch erst alle freischaltbar, wenn Epic Games sagt, ja, jetzt kannst du es haben. Zum Beispiel hier unten, lasst euch da keinen Blödsinn erzählen. Es ist noch nicht im Spiel, es ist vielleicht schon in der Datei drin und wird geleakt oder sonst irgendwas, aber wie gesagt, benutzt keine fremde Software, die eventuell sogar schon euren Account hacken kann, die euch schon noch nicht mal den Skin geben zum Spielen, sondern lasst einfach die Finger weg. Glaubt es mir einfach. Also in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich werde nachher noch live gehen und in dem Sinne, haut rein.